Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 2. Jetzt haben wir das zweite Schrankteil hier noch zusammen. Ich weiß gar nicht, haben wir sonst... Ich glaube, sonst haben wir... Wir hatten irgendwo... Ne, das war unten, wo wir noch was übersehen hatten. Haben wir die Dunkelkammer? Genau, ich glaube, hier ganz unten im Basement. Ja, das sehe ich leider noch zu. Ich glaube, wir machen uns erstmal die Schlüsselkarte und dann leeren wir den Raum aber nochmal schnell. So, damit hätten wir das eingesetzt. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, dass wir da unten müssen wir hinkommen. Okay. Schauen wir mal. Das ist jetzt nicht so hilfreich. Das muss auf jeden Fall mal so, schätze ich. Ehrlich gesagt, läuft das so. Wie kann ich die denn hier unten hinleiten? Das ist der einzige Weg, der hier Sinn macht. Ah, das können wir auch drehen, okay. Gut, ich glaube, dann haben wir das hier schon. Jetzt kommt es da nicht mehr durch. Ah, aber dann können wir das genau so rumkriegen. Okay. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Where's that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her... Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. There has to be a way out of here. Ja, und dann spielen wir jetzt noch eine kleine Runde mit Sherry. So, na gut, da müssen wir noch Holzstücke suchen. Ja, da können wir wahrscheinlich durch. Oh, wie niedlich. So. Sind da Drogen drin? Fast. Da haben wir den Holzwürfel.
So, packen wir den auch direkt mal hier rein. Gut, und jetzt müssen wir halt mal gucken. Aber wir können die auch... Können wir die drehen? Ja, können wir. So. Dann... hätten wir das mit dem Stern. Das müssen wir, glaube ich, auch nochmal tauschen. Jawohl. Mist, das passt jetzt auch nicht, oder? Warte mal, Stern. Schade. Was haben wir denn? Dreieck und Stern muss dann hier auf jeden Fall mal hin. Das wäre Dreieck und Stern. Okay, dann haben wir das schon mal sicher und dann müssen wir aber das in der Mitte noch hinkriegen. Das hat aber auch nicht so ganz funktioniert. Was haben wir denn hier? Also ihr müsst ja schon mal so platziert werden. Oder haben wir sonst noch irgendwas anderes da? Achso, wir können das noch hier rüber sehen. Okay, vielleicht geht's so etwas besser. Dann tauschen wir das mal aus. Ja, ich glaube, das könnte besser funktionieren. Okay. Können wir uns um die Schere scheren. Nein, das könnte man auch einfach abreißen, aber hey. Ja, zumindest können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Nö. Sieht nicht so aus. Das ist hier Stacheldraht? Da ist erstmal zu. Na, guck mal. Sallys Tagebuch. Für der nur. Ich liebe Mittwoche. Da bekommen wir nämlich Knabberkram und Eis. Mein letztes Waisenhaus war furchtbar. Die Lehrer waren alle fies. Immer nur lernen, lernen, lernen und niemals Eis. Hier ist es einfach furchtbar toll. 10. Januar. Heute haben wir wichtige Regeln bekommen. Alle müssen Tagebuch schreiben, sich untersuchen lassen und wir dürfen nicht mehr alleine raus. Ist aber gut, dass wir nicht zur Schule müssen. Ich will nicht wegen meiner alten Klamotten gehänselt werden. Besonders nicht von dem, der sie früher getragen hat. 16. Januar. Heute kommt der Waisenhausdirektor. Deshalb werde ich mein blau kariertes Lieblingsoutfit anziehen. Der Direktor ist sehr groß, er hat einen Schnurrbart. Und er ist Polizist. So, dann... klettern wir hier mal hoch.
angekommen. Können wir das eigentlich mal wegschieben? Nee. So, schön leise. Okay, hier geht's raus, sehr gut. Da war noch ein Dings, aber die können wir leider nicht angehen. Zumindest mit ihr nicht. Da haben wir zu, okay. Na dann, schleichen wir weiter. Und hätten wir dann schon den Weg in die Freiheit. That must be the door out of here. Wer ist Kroko? Na gut, da brauchen wir einen Schlüssel für. Darn it, I need the key. Ich glaube, sonst ist hier auch erstmal nichts zu reißen. Die Frage ist, wo der Direktor hin ist. Da. Oh no, it's him. So, schön langsam. Ah, das Tagebuch. Wenn du das liest, ruf die Polizei. Hier sind schwarze Männer, die alles auffressen. Viele schwarze Männer. Hilfe, sie kommen. Hilfe, Mami. Wir können auch mit dir dann speichern. Oh. Ja, das war das Schwein, von dem geredet wurde. Where you going, Sherry? I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone! Just please! Time to teach some manners. You little bitch! You're gonna pay for this! You little shit! You hear? Okay, ich bin dann mal weg. You are gonna be so fucking sorry. Go away! So, einmal nach oben. Somebody, ja, ich glaube nicht, dass hier noch irgendjemand ist. You stupid bitch, that's a dead end. So, dann warten wir mal kurz. It's all over now. Doors locked. Where are you? Show yourself. I know you're in here. The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be. Ja, verzieh dich mal da hinten hin. Oh Gott, oh Gott.
bitch has gotta be here somewhere. God damn it! Ice, game over, Sherry. Okay, das heißt, da verstecken ist nicht so gut. Mist. Ich glaube, ich bleibe einfach mal hier. It's all over now. Doors locked. Show yourself! I know you're in here! The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be! Ja. So, dann bleiben wir einfach mal hier und warten, bis er das Zeug hier hinten wegschiebt. Gut, zumindest können wir jetzt mal hier rüber. Ja. Ich bin ein Tisch. Halt leider auch noch nicht auf. Ja, dann nutzen wir doch mal gerade hier die Gunst der Stunde. So. Man dankt. Fuck is my key. I see you. Ich verzieh mich. So, wäre vielleicht ganz gut, wenn wir es noch absperren könnten, aber ich glaube, das war's. Hätte ja funktionieren können. Warte, hier war es zu mitnehmen. Na gut. Ja, ich wollte doch noch looten, liebes Spiel. Lass mich doch mal hier in Ruhe looten. Da wäre noch was zu lesen gewesen. Wir haben einen Schlüssel? Okay. Fuck is my key. I see you. Jetzt vorher mal das Licht angemacht. Gucken, vielleicht kriegen wir es jetzt ja noch gelesen. So, andererseits, nee, Quatsch. Können wir uns ja sparen. So, alles zugesperrt hier unten. Hier ist Johnny. Alter, wieso bist du so langsam? Und wieso geht das denn alles hier nicht?
dachte, das wäre etwas angenehmer und ja, ich krieg's etwas schneller hin. Naja, dann brauchen wir halt noch ein paar Versuche. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Nee, ich will es jetzt nicht. Ist schon in Ordnung. Ich krieg halt nur diese Szene nicht hin, weil ich zu wenig Zeit habe.